Also die ganze Organisation ist in vier Bereiche eingeteilt worden, wodurch verantwortliche Personen oder eben Einrichtungen ist getragen worden. Auf einer Seite war der Zivilschutz, der Arzt, die Administration und eben die Spitex Oberwallis. Und für den reibungslosen Ablauf im Impfzentrum selber haben wir uns wirklich zu Spitzenzeiten einmal wöchentlich vorher Koordinationsmeetings getroffen, für das wirklich innerhalb und gültige Kommunikation herrscht. Im Februar 2021 haben wir drei Pflegefachpersonen angestellt, die zwischen einem halben und zwei Tagen geschafft haben. Und das hat sehr stark variiert, weil die Verfügbarkeit des Impfstoffs nicht in jeder Woche gleich war. Sie haben wirklich jede Woche einen neuen Arbeitsplan bekommen, mal einen halben Tag, mal einen Tag, mal zwei Tage. Und ab Mai ist es richtig losgegangen. Da haben wir noch 17 zusätzliche Pflegefachpersonen angestellt, die während fünf Tagen in der Woche die Impfungen im Impfzentrum vorgenommen haben. Und neben der ganzen Bereitstellung von den personellen Ressourcen waren wir von der Pflege zuständig für das ganze Bestellwesen, für die Impfungen selber, aber auch für das Material, das wir für die Impfungen gebraucht haben. Zu den Spitzenzeiten ab Mai haben wir wirklich pro Tag um die 600 Leute hier im Oberwallis geimpft. Und für das Ganze können wir uns gewährleisten, haben wir bis zu 5 Pflegefachpersonen täglich gebraucht. 3 Personen, die immer geimpft haben, und 2, die immer nur aufgezogen haben und das ganze Material haben bereitgestellt. Das Jahr 2021 ist bis in der Spitex sehr stark geprägt durch die Pandemie und auch immer wieder durch die neuen Beschlüsse vom Bundesrat, was neue Massnahmen gegeben hat. Und da sind die Teams sehr stark gefordert in ihrer Flexibilität, haben sich immer wieder anpassen und für die Massnahmen umzusetzen. Im Verlauf des Jahres sind im Bereich Gesundheit 18 Personen an Covid-19 erkrankt und 32 Personen in die Isolation müssen. Das entspricht ca. 9% bzw. 16% der Angestellten im Bereich Gesundheit, die während des ganzen Jahres wegen Covid sind ausgefallen. Im April bzw. im Mai haben die ganzen Mitarbeiter von der Spitex und auch vom Sozialdienst die Möglichkeit, kann ich im Impfzentrum zu impfen. Und im Herbst werden die Krankheitsfälle wieder sind angestiegen und sie werden verpflichtet, wöchentliche repetitive Tests durchzuführen. Und alle Mitarbeiter, die sich nicht sind impfen oder die nicht sind erkrankt haben, und denen wöchentlich an Tests müssen teilnehmen. Und so haben wir eigentlich das Risiko ein bisschen minimieren, dass wir die Kunden würden anstecken würden. Und zudem haben wir auch vor Ort die Hygienemaßnahmen stark verstärkt. Also wir haben zum Beispiel die Anzahl an Mitarbeitern vor Ort eingeschränkt. Und auch die Sitzungen so haben wir rigoros gestrichen, dass nicht zu viele Mitarbeiter auf einmal zusammen sind. Es ist auf einer Seite schwierig, den Austausch in den Teams zu gewährleisten, weil wir ja auch die Personenbeschränkung gemacht haben. Und dafür haben wir Webmeetings angeboten, weil alle das Tablet haben, sie miteinander kommunizieren können. Und die ganze Organisation des Schutzmaterials für die rund 300 Mitarbeiter vom ganzen ASMZ war auch eine grosse Herausforderung. Weil es ist nicht immer einfach, das ganze Schutzmaterial zu bekommen. Aber dem ganzen organisatorischen Aufwand darf man den Kunden selber nicht vergessen. Wir haben teils mit den Kunden ein bisschen mehr Zeit dürfen investieren, weil die sind wochenlang teils wirklich isoliert gewesen und haben niemand anders gesehen, verkäufer die Spitex-Mitarbeiter. Und das war für die Spitex-Mitarbeiter nicht so einfach gewesen. Sie wollten auf einer Seite schützen vor der Covid-Erkrankung und auf der anderen Seite auch nicht zu fest isolieren. Und das war für sie eine grosse Herausforderung.